Ja, heute treibt sich euer kleiner Stadtstreicher mal im Lainzer Tiergarten herum. Und was das viel mit Tieren zu tun hat, ich frage mich ja im Lainzer Tiergarten regelmäßig, wo die Tiere sind, aber diese hier, die sieht man immer. Es sind die Tiere ganz am Beginn beim Lainzer Tor im Muffelwildgehege. Schau mir in die Augen, Kleines. Lange Ohren, mümmelt herum, ist aber trotzdem kein Hase. Ob er mir hier soeben was über den Lainzer Tiergarten erzählt hat. Ich übersetze euch das dann halt mal kurz. 2.500 Hektar Fläche hat der Lainzer Tiergarten, davon fast 2.000 Hektar Wald. Es sollen eine Menge Tiere hier leben, die ich bei meinen bisherigen, und das waren doch einige Besuche, wenig zu sehen bekommen habe. So wie etwa die Bewohner dieser Maulwurfshügel, die sich mir natürlich heute nicht zeigen. Vor Jägern braucht das Wild im Lainzer Tierpark auf jeden Fall keine Sorge zu haben. Die Umfassungsmauer des Tiergartens hat eine Länge von 22 Kilometern. Der Lainzer Tiergarten ist eines der beliebten Naherholungsgebiete für die Wiener. Und er hat jenes Bauwerk zu bieten, dass wir hier gleich in voller Pracht sehen werden, nämlich die Hermes-Villa. Und wo hier der Hermes ist, wollt ihr wissen? Wartet aufs nächste Bild. Voilà, hier ist er. Hermes, der Götterbote im Doppelpack. Dieser Hermes-Villa ließ Kaiser Franz Josef für seine Frau Elisabeth, auch Sissi genannt, erbauen, damit sie ab und zu mal dem strengen Hofzeremoniell entfliehen konnte. Architekt war Hasenauer, der auch an den Ringstraßenbauten sehr beteiligt war. Und an der Hermes-Villa lohnt sich, wie so oft bei Bauwerken in Wien, der Blick nach oben. Da sieht man dann ganz überraschende Details. Auch hier, bei diesem Blick von dem kleinen Brunnen, den wir später noch sehen werden, hinauf bis zum Giebel der Villa. Vor der Hermes-Villa steht dieser kleine Brunnen mit einem mächtig starken Bürschchen, denn wer würde sonst so locker mit einem Krokodil fertig, das dann mit Sicherheit Krokodilstränen weinen wird? Aus Marmor gehauen hat diesen Brunnen übrigens ein gewisser Herr, richtig, Tilgner, und den kennen wir ja schon von früheren Stadtspaziergängen als Brunnenschöpfer. Josakra, habt ihr es gerade gesehen oben am Balkon, die Sissi? Was? Nett? Dann horcht's einmal genau hin. Franzl, a Sissi. Und das war dann wohl der Dienstboteneingang der Hermes-Villa. Und wenn das, was hier oben steht, wirklich rauskam, dann gute Nacht, außer man konnte Latein. Endlich Tiere im Lainzer Tiergarten. Ah ja, wieder nichts, sind nur aus Plastik. Im Garten der Hermes-Villa befindet sich dieser Brunnen. Eine Jagdgöttin offensichtlich. Sowie diverse Nebengebäude, die man halt damals als Adelige so brauchte. Musik.
Und so sieht die Hermes-Villa von der Gartenseite her aus. Was sich hinter der Türe verbirgt, wollen Sie sehen? Bisschen Geduld, gleich sind Sie dabei. Sie werden gleich alles von drinnen sehen und der Eintritt ist heute frei. Die Künstlerin Ulrike Truger hat hier versucht, sich der Seele Elisabeths künstlerisch ein bisschen zu nähern. Beurteilt einfach selber, was ihr dazu sagt. Ja, und so präsentiert sich der Lainzer Tiergarten halt spätherbstlich oder frühwinterlich, wie man es nimmt. Und nach diesem netten, gemütlichen Spaziergang erreichen wir die Hubertuswarte, den höchsten Punkt des gesamten Areals. Ja, und da ich heute wieder mal kein wildlebendes Tier freilaufen gesehen habe, zeige ich euch zum Abschluss mit ein paar Bildern von früher oder aus anderen Wäldern, wie die Bewohner des Lainzer Tiergartens denn so aussehen könnten. Thank you.
Und ich mach's jetzt wie er, nämlich einen Abflug nach Hause.